Schoner steht bereit. So, dann müssen wir hier. Hier soll auch nochmal ein Lagerhaus hin. Da machen wir erstmal Straße da zu dem Strandgebiet, weil das kann ich später bestimmt auch nochmal gebrauchen. So, und dann. Wo ist es? Betrayed. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Habe ich überhaupt noch genug Leute dafür? Ja, ja, locker. Ja, ja. So, und die Melzerei soll hier hin. Warum baut er das manchmal nicht? Hallo? So. Okay, das heißt, das läuft schon mal. So, hier unten brauche ich noch ein bisschen Holz, weil ich habe kein Holz mehr für die Hopfenplantagen. Mitarbeiter brauche ich, ich glaube, 60. Ich glaube, eine Hopfenplantage hat 20, ne? Ja. Mitarbeiters und 6 Holz oder wie viel? 4. Okay, das heißt, das Holz erstmal reicht. Zumindest für die Plantagen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob meine Mitarbeiter reichen, die hier noch einziehen. Aber müssten eigentlich. Hoffentlich werden es nicht schon zu viele und die wollen Kleidung haben. Das wäre nervig. Das Problem ist, wenn die Nachfrage nach einem Bedürfnis haben und das dann irgendwann nicht kriegen, dann schreiben die mal in die Zeitung und sagen, nee, ich krieg hier nicht das, was ich will. Diese Insel ist absolut Schmutz. Das ist scheiße. Und dann kriegst du eine schlechte Bewertung bei der Zeitung. Also müssen wir gucken, dass wir jetzt aktuell bei denen hier unter dem Bedürfnis Kleidung bleiben. Achso, ich muss es erstmal bauen. Ja, egal. So. Okay. Scheiße. Wie viel ziehen da jetzt noch ein? Kacke. Es sind wirklich zu viele. Das heißt, wir müssen mal eben schauen, dass wir ein bisschen was abreißen. 91, 7, ich glaube 8 kommen pro Gebäude, ne? Also wie viele Gebäude habe ich? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 mal 8 sind zu viele. Ich glaube, so müsste es reichen. Obwohl, ne, 13 mal 8 sind theoretisch auch zu viele. Ne, warte, 2, 4, 6, 8, 10, 12 habe ich nur. 12 oder 8 passt. Okay. So, das heißt, wir setzen jetzt unsere erste Handelsroute on deck. Nochmal drüber schauen. Jetzt kommt aber erstmal die Zeitung. Öffentlichen. Na toll. Jetzt ist mein Menü weg. Handelsroute. Du lädst hier Hopfen und dann lädst das hier. Genau, wenn, was ihr hier seht, ich habe halt die Frachtplätze auf einem Schiff etwas erhöht. Mit einem Mod. Das geht und das ist. Das fand ich ganz angenehm einfach.
Weil das einfach... für mich gerade etwas später ein bisschen angenehmer ist, weil sonst hast du halt teilweise echt so 3-4 Schiffe auf irgendeiner Route. Das ist so ein bisschen nervig. Ja, dadurch kann man halt ein bisschen mehr mitnehmen so. Das ist halt ganz nice oder ganz nett. So, jetzt können wir Bier produzieren. Wo machen wir Bier? Schwierig. Wo setzen wir das hin? Warum ist hier eigentlich schon wieder so dramatische Musik? Danke. Muss ich einfach nur beschweren. 200 Unterhalt, holy shit. Versteckt die Flaschen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hoppen. Jetzt habe ich 276 im Minus. Au. Die Scheiße. The shit is real. Es wird nicht gerade leicht. Uns geht das Material auf. Okay, Hopfen ist tatsächlich noch nicht da. Neue Befehle? Ja, 3 sind jetzt gekommen. Also das heißt... das Schiff fährt jetzt. Wir können auf jeden Fall erstmal Eisen ein bisschen verkaufen. Wir können ein bisschen Segel verkaufen. Weil so viele brauchen wir meistens nicht. Okay, dann gucken wir uns mal die anderen Produktionen alle an überhaupt. Das passt noch. Das passt noch, passt noch, passt noch. Passt, passt, passt. Passt alles. Easy peasy. Easy peasy. Aber wir haben natürlich... ja, trotzdem... recht wenig Arbeitskraft, um gleich aufsteigen zu lassen. Jetzt haben wir sogar irgendwie minus 52. Ist hier wieder was am Abhackeln? Jo. Okay, das heißt, wir brauchen eigentlich noch super viel mehr Leute. Super duper viel mehr Leute. Erstmal besiedle ich jetzt hier oben diese Insel. Bruder! Damit die aufhört, mir die mal wegzunehmen. Alles am Löschen. So, und dann könnten wir hier gleich noch eine Schule hinbauen, weil die hier unten haben die noch gar keine abbekommen. Erst ab hier irgendwie so. Müssen wir aber ein bisschen Stahl noch für sammeln. Problem ist, Stahl brauchen wir halt auch fürs Aufsteigen. Aber was, das ist nicht so schlimm, weil wir eigentlich erstmal noch Leute brauchen, um aufzusteigen, weil wenn ich jetzt... klar, ich kann ein Gebäude im Aufsteigen lassen. Dann könnte ich zum Beispiel Fregatten bauen, zur Not. Ja, ist vielleicht gar keine dumme Idee, eins mal zu nehmen. Pass auf, wir nehmen das neben der Bäckerei hier oder so. Irgendwie das hier. Sie haben ein neues Zwischenziel. Jetzt passt das perfekt, voll geil. Aber wir haben halt effektiv nicht viele Arbeitskraft, also bei allen Kategorien nicht.
Wodurch wir hier halt bei den Handwerkern nicht viel bauen können. Ah, hier ist die große Fischerei. Aha, fortschrittliche Produktion. What? Okay, ach ja, jetzt gibt's die Expedition. Lol. Großes Stahlwerk. Holy shit. Aber es kostet einfach 400 Arbeitskraft. Ah. What? Große Seiferei. Okay, guck mal, das sind alles so Gebäude, die ein bisschen schneller machen, aber natürlich auch mehr Arbeitskraft und so kosten. Großbäckerei. Sieht auch cool aus, gerade so für später oder so, ne? Also man erkennt das natürlich nur durch die Blaupause so ein bisschen. Aber für später oder so, einfach vom Aussehen her, guck mal, eine industrielle Mühle. Große Schnapsbrennerei. Holy shit. Textilfabrik. Das ist cool. 125, aber immer Arbeiterarbeitskraft, ne? Großes Sägewerk. Auch cool. Große Segelmacherei. Das finde ich eigentlich ziemlich nice, tatsächlich. Aber es kostet sehr, sehr viel Arbeitskraft insgesamt. Immer. Boah, guck mal. Holy shit. Großer Hochofen. Okay, der ist aber nice. Der kostet nämlich nur 150. Der ist ja super. Weil ein normaler Hochofen kostet mich 100 und produziert in 30 Sekunden. Der hier kostet 150 und produziert in 15. Der ist ja richtig strong. Schweinemaststall. Kostet auch nur 25. Der ist halt effektiver am Ende. Kostet nur 25 Arbeitskraft und hat in 15 Sekunden ein Schwein fertig. Hat nicht eine normale Schweinerei oder Schweinezucht in einer Minute sogar? Ja, in einer Minute. Holy fuck, ey. Das lohnt sich ja dann richtig. Industrielle Rinderzucht. Okay, die Gebäude sehen halt dann ähnlich aus. Große Vasenmeisterei. Brauchst du auch nur eins von. Aber das ist dann wieder nicht effektiver. Du machst in 15 Sekunden. Obwohl. Wenn du. Warte mal, was mache ich hier? Hier habe ich 2. In einer Minute. Kostet mich aber 40. Das heißt hier. Ja, okay. Es ist effektiver, wenn ich das doppeln müsste. Dann mache ich in 15 Sekunden. Mache aber bei der großen Seiferei in 10 Sekunden Seife. What? Das passt, geht ja schon wieder gar nicht auf. Okay, aber hier Hochofen ist halt smart. Und die Schweinezucht ist halt aktuell smart. Ein bisschen Spaß. Und die sind natürlich super schnell einfach, ne? Hält meine Lampe am Brennen, wenn von vielen Malochen der Docht schrumpft. Die sind halt super schnell. 5 Sekunden brauchen die. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Ist halt für später mal ganz praktisch, wenn du weißt, du brauchst da nur eine dann noch von oder so zum Beispiel. Ne? Brauchst eine Großbäckerei, die halt echt gut was wegreißt sozusagen. Eine Mühle. Obwohl, du kannst ja mit einer elektrischen Mühle kannst einfach 4 Bäckereien beliefern. What? Ah, ist schon cool, muss ich sagen. Was haben wir hier? Dampfbetriebener Kran. Was ist das? Einfach nur ein Kran? Kisten und Boxen. Okay. Ein Leuchtturm. Ich glaube, der kam dazu irgendwie. Oder die Sachen kamen dazu. Große Fischerei. Die sieht voll cool aus. Aber die kostet halt wieder Arbeiterarbeitskraft, ne? 50. In 15 Sekunden einen Fisch. Was macht der in 30 Sekunden? Okay, lohnt sich gerade nicht so richtig. Einfach wahrscheinlich später ein bisschen praktischer, wenn du dir nicht so viel Hafenbereich klauen willst, ne? Oder ich könnte mir vorstellen, dass sie auch mit Elektrizität natürlich funktionieren. Aber ist schon cool. Also das hier finde ich ziemlich nice. Gerade so mit der Schweinezucht hier oder so. Das könnte man mal ausprobieren, ne? Weil guck mal, jetzt habe ich 2 Schweineställe.
Und ich mache halt innerhalb von 15 Sekunden was. Kostet mich 60 Arbeitskraft und wie viel Unterhalt? 80. Wenn ich hier... Kostet mich 50 und 25 Arbeitskraft. Das ist schon ein Ersparnis. Das ist schon krass. Okay, pass auf, wir machen das mal. Wir nehmen den hier weg. Da kann ich sogar noch ein Silo ranmachen. Aber das muss ich ja gar nicht. Oha! Oh, cool. Guck mal. Oh, das ist ja cool. Das ist ja geil. Ja, das heißt, ne, ja, schon mal wieder, haben wir wieder Einsparungen hier getroffen. Können wir den auch nämlich wegnehmen? Wenn du da noch ein Silo ranballerst, ist ja voll heftig. Aber der arbeitet nicht. Hallo? Lagert das Tierfutter. Ohne Futter wird nichts produziert. Oh. So. Okay, der braucht immer ein Silo. Aber das ist ja theoretisch nicht so schlimm, wenn man das weiß. Ach so. Ohne das wird nichts produziert. Das sieht anders aus auch. Cool. Oh. Ja, okay, das hat einem keiner erzählt. Okay. Ach du Scheiße. Ja, toll. Mais kann ich nicht bisher. Ach, hier ist jetzt auch das zweite immer zugekommen. Ja, okay. Ist halt leider ein bisschen nervig, weil jetzt hast du hier super viel Sachen irgendwie. Aber gut, nicht so schlimm. Ah, okay, das wusste ich nicht, dass ich dazu Mais brauche. Ja, okay, das ist natürlich dann scheiße. Scheißendreck. Okay, dann müssen wir normales Silo wieder bauen. Hilft nichts. Okay, dann können wir das erst später machen. Das ist ja gut. Wär gut, wenn man das dabei schreibt. Was cool wäre, als kleiner Verbesserungsvorschlag für diese Mod, für diese fortgeschrittene Produktion. Warte, ich mach mal eben hier das fertig, dann sage ich, was ich sagen wollte. Wenn die einfach hier das hier hintergepackt hätten. Wenn du den Reiter hier aufmachst, ne? Also du packst diese beiden hier, packst einfach hier hinter eine Reihe. Das wäre cooler gewesen, weil dann die Leiste hier unten nicht so voll wäre. Ne? So, das wäre einfach irgendwie nicer gewesen. Aber, okay. Okay, dann können wir wahrscheinlich mit der fortgeschrittenen Produktion noch nicht so viel machen. Weil wir haben hier auch ja den Hochofen, der sich ja noch rentiert, im Vergleich zum normalen. Aber wir brauchen aktuell ja nur einen. Wir brauchen ja nicht zwei. So, Wurst können wir nicht, beziehungsweise Schweinestall können wir nicht. Und industrielle Rinderzucht wird dann wahrscheinlich ähnlich sein. So, das hier rentiert sich halt noch nicht. Das auch noch nicht so richtig, weil ich halt nur ein Stahlwerk habe. Und die rentieren sich halt auch noch nicht, weil ich halt... weil ich halt immer nur eins von dem Gebäude halt habe, im Zweifel. Dann bringt das halt nichts. Deswegen lohnt sich das nicht so richtig.